Hallo und herzlich willkommen zurück auf Takarigua, liebe Leute, liebe Zuschauer, Piratenfreunde, Säbelschwinger. Letztes Mal hatte sich ja Risen 3 etwas unelegant verabschiedet. Ist auch ein Teil der Videoaufnahme leider verloren gegangen, zum Glück nur so ein paar Sekunden. Ich habe jetzt diesen Arsch von der Inquisition hier, huch, da ist eine Puppe, den habe ich jetzt runter zum Strand geschickt und wir wollten ja eigentlich Jacks Leuchtturm da wieder ausräumen, dass er da wieder hingehen kann, ne? Was dein Soldatenproblem angeht. Ja. Und wir müssen wohl irgendwie noch Holtby da wegkriegen. Er hat sich da irgendwie so ein bisschen festgebissen. Wir haben zwar Beweise gegen ihn gefunden in Form seines Tagebuchs, wo er halt schreibt, dass er seine Befehle etwas selbst auslegt und mehr oder weniger er hat dokumentiert, dass er im Check seine Sachen geklaut hat. Und ja, er wollte jetzt halt so noch nicht weg. Vielleicht müssen wir mit seinen Vorgesetzten sprechen. Am liebsten würde ich ihm ja eigentlich einen auf die Schnauze geben. Aber ist halt nicht drin, da der Penner. Taschendiebstahl ist bei dem auch ziemlich schwer. So, genau, das hat man das letzte Mal auch nicht gesehen. Ich habe hier einen Teleportstein eingesetzt, dass wir hier uns schnell hin teleportieren können. Ist bestimmt auch hilfreich. Und jetzt erforschen wir mal weiter die Insel. Hola, Krallenaffe. Na? Oh, den kloppen wir von vorne bis nach hinten. Also da freut sich dann natürlich auch wieder unser Ruhmzähler, damit wir uns später auch weiter hochleveln können. Eine Maki-Beere, immerhin. Lauter von diesen laufenden Bräulern hier. Ja, das hätte ich jetzt auch gemacht, die Federn gespreizt. Und Batz. Da bin ich mir sicher. Sonst hätte es sich nicht gewehrt. Vielleicht, wer weiß. Oh, Pumba ist auch da. Sing mal einen Song. Und wo ist dein Erdmenschenkumpel? Ha? Na, da kommt Bruder Warzenschwein. Batz, batz, batz. Okay. Schaut's denn aus mit dem Ruhm? 9650, da könnte ich eigentlich bald schon wieder was erübrigen für die nächste Steigerung. Ich weiß nicht, also hier könnte ich glaube, ich bringe dann mal Nahkampf wieder ein bisschen höher. Weil das scheint doch gut zu laufen. Ach, so viel zu entdecken. Bin ein lieber, freundlicher Gubbel-Gubbel aus Übersee. Hoppala, vier Stück. Ich bin noch lange nicht fertig. Nicht in den Arsch picken, nicht in den Arsch picken. Ich sehe doch genau, wo du hinguckst. Nein, So. So ist brav. Das ging schnell. Hast du das gesehen, Bones, wie der noch auf dich zuspringen wollte? Ich habe ihn in der Luft abgefangen. So, schön ausweiden. Fett. War da hinten was? Nahkampf steigern kostet 5000. Machen wir. Einwandfrei. Quick save! Quick save! Was ist das? Was zur Hölle? Das ist wirklich ein wandelnder Komposthaufen. Also so die Biotonne ist lebendig geworden.
Sumpfgolem, ja. Das trifft's doch irgendwie. Au. Okay, zu lang kann der Gute, aber. Au. Ich kenne euch doch. Weg mit euch. Ihr haltet beide nicht mehr viel aus. Was soll denn das, mein Herr? Besprungen wird erst nach dem Hauptgang. Vor allem ist vorher eine schriftliche Genehmigung einzuholen. Sis, Bones ist wahrscheinlich da oben noch beschäftigt mit Klopsi. Genau, heil mich mal und dann machen wir Klopsi jetzt fertig. Zeit wird's. Da ist ja schon fast fertig. Hat er gut gemacht, der Bones. Wambo, 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 wabbel, wabbel, wabbel. Du bist so fett, dein Nachname hört auf mit der Hutte. Er steht nicht mehr. Ein Golemherz. Das Schloss ist zu kompliziert. Man sollte doch meinen, ich bin dem Schlösserknacken jetzt schon besser geworden. Also ich glaube, Sakarigua im zweiten Teil war doch ein bisschen freundlicher. Mal gucken, ob ich irgendwelche bekannten Orte wiederfinde. Ja, Ast, mach den Weg frei. Da unten ist noch ein Höllenhund. Weiß nicht, ich würde am liebsten mich aufteilen in 5 Spielfiguren und in alle Richtungen gehen, aber der Steuerungsaufwand, den würde ich wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aus Servus, Jungs. Fido und Barker. Ja, warum immer auf mich? Ach, der ist schon tot, der andere. Okay. Guck mal, was da kommt. Der Quasimodo. Musst du nicht Glocken läuten. Da hätte ich gern nochmal nachgeschlagen. Fingerblatt. Was qualmt da? Wer lagert hier? Oh nein, Inquisitionsarschlöcher. Sieht so aus. Hier ist das Feuer, da drüben qualmt's. Ist bestimmt nur der Morgentau, der da kondensiert. Oh verdammt, jetzt Vasco. Haben sie mich. Wie bitte? Du bist gar nicht hinter mir her, oder? Nein. Okay, dann ist es ja gut. Ich dachte schon. Was dachtest du? Ich, nichts, wieso? Jetzt rück raus mit der Sprache. Schon gut, keinen Ärger, okay? Ich bin desertiert. Erst fand ich die Idee gut, aber jetzt habe ich nur noch Schiss. Wovor? Vor Kommandant Sebastianos Männern natürlich. Jeder Deserteur wird erschossen. Und dann sind da noch die Schattenviecher. Och, aber desertieren ist doch also für Inquisition, das kann ich verstehen, ne? Wie weit sind die Schatten schon vorgedrungen? Nicht sehr weit von hier gibt es eine Totenkopfhöhle. Dort sind sie herausgekommen und haben die halbe Insel verwüstet. Natürlich. Wenn wir keinen Weg finden, diese Totenkopfhöhle zu stopfen, werden wir eh alle sterben, wenn du mich fragst. Vermutlich hat er recht. Ach was. Mensch, und sein Rasierer da auch vergessen, dieses Modell Gesichtsmöse hier. Warum bist du desertiert? Die Jungs in Puerto Sacarico drehen völlig durch. Seit die Schatten hier sind, wurden die Befehle immer stumpfsinniger, waghalsiger und selbstzerstörerischer. Am Ende haben wir auf die eigenen Männer geschossen, damit sie die Stellungen halten. Da mache ich nicht mehr mit. Alleine im Dschungel wirst du nicht lange überleben. Ich komme schon klar. Ich brauche nichts. Danke.
Naja, bis auf meine Tasche vielleicht. Was ist in deiner was Tasche? Was ist in deiner Tasche? Schnauze. Mein ganzer Kram, den ich zum Überleben brauche. Als diese Schattenbiester angegriffen haben, habe ich den Kopf verloren. Also bin ich gerannt und habe meine Tasche vergessen. Die liegt bestimmt noch da oben im Wachturm. Gleich den Weg hier rauf. Okay, ja, die holen wir für ihn. Ich werde deine Tasche für dich holen. Echt jetzt? Okay, das wäre ja großartig. Aber sei vorsichtig. Da oben im Wachturm sind immer noch die Schatten, glaube ich. Das machen wir natürlich aus reiner Nächstenliebe. Wie komme ich nach Puerto Sacarico? Geh weiter Richtung Westen. Da kommst du an meinem Wachturm vorbei. Dann gehst du einfach weiter nach Westen. Wenn du die Palisaden siehst, bist du auch schon fast da. Sehr gut. Danke. Okay. Stell die Waffe weg, wenn du keinen Ärger willst. Ach, mit dir? Die ist nicht abgeschlossen, also ist sie für jedermann zugänglich und freigegeben. Ein Höllenhund? Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Eine Schattenmütze, ne, sozusagen. Scheiß, wäre cool, wenn die dann unsichtbar machen würde. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Hey. Ein Vieh. Und so läuft diese Geschichte. Tja, aber eigentlich will ich erstmal zu dem seinem Wachturm gehen. Das sah für mich so aus, als müsste ich dann da hinten lang. Ach nee, ich war da wohl doch schon richtig. Egal, ich gucke jetzt trotzdem erstmal da unten noch. Oh. Es stört dich bestimmt nicht, wenn ich mich bediene. So. Krog und Bolzen, naja. Oh. Hallo, liebes Tierchen. Wusstest du, dass es von dir mal eine Spielekonsole gab? Ja. Die erste 64-Bit-Konsole. Mann, ging das daneben. Wobei ich da bisher immer noch das AVP-Spiel mal spielen wollte. Das auf dem Atari Jaguar 64. Das hätte mich doch schon interessiert. Weil es vielleicht auch das erste Alien vs. Predator Spiel war, das es gab, aber da bin ich nicht ganz informiert. Jetzt geht er einfach. Hey, lass mir auch noch was übrig. Ja, also da ist genug für uns beide dran, würde ich sagen. Und baut's. Oh, nicht ausweichen. Na komm schon, ich will dir doch nur helfen, deine Knochen neu zu sortieren. So, jetzt. Jetzt haben wir ihn eingekesselt. Du kommst in die Suppe. Kannst Nahkampf steigern. Schon wieder? Das haben wir doch erst. Eieiei. Könntet ihr es euch vorstellen, auf so eine Insel zu hausen, vorausgesetzt, es wären nicht so viele böse Monster da? Also so ganz allein und dann von den Früchten der Natur leben? Also jeden Tag Makibären auflaufen und so weiter? Klickspam! Ein Vieh weniger. Ja, und du hast ja voll viel dazu beigetragen diesmal. Leveln, 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 leveln. Ich glaube, meine Fingerfertigkeit steigere ich mal höher. Oh, viel mehr geht jetzt auch nicht mehr.
zwar teuer, aber es wird hoffentlich was nutzen. Affen. Aua. Ja, also wie gesagt, mit der Zielauswahl, das ist ein bisschen ein Manko in dem Spiel. Das funktioniert nicht so toll, wie man es sich wünschen würde. Spiel mehr Ping-Pong, hä? Krallenaffen-Ping-Pong. Wäre doch ein toller Name für die Folge, aber ich nehme bestimmt einen anderen. Was? Was? Wer bist du denn? Was willst du? Du kommst doch nicht von der Inquisition, oder? Führ mich ruhig ab. Ich habe sowieso nichts mehr. Ich habe kein Abführmittel, also keine Handschellen, ne? Ich bin nicht von der Inquisition. Oh, dann bist du nicht hier, um mich einzusperren. Naja, nö, nicht ganz. Ich hätte mich schon fast drüber gefreut. Warum denn? Was ist mit dir passiert? Schau mich doch an. Ich sitze hier halbnackt in der Pampa. Ich habe alles weggeworfen, als ich von diesem Scheißmonster geflohen bin. Monster? Ich dachte, dein Problem ist die Inquisition. Die auch. Aber mit der komme ich klar. Wenn dieses geflügelte Mistding mir nicht alle meine Sachen geklaut hätte. Ich wollte doch nur meinen Schatz an einem sicheren Ort vergraben. Woher hätte ich wissen sollen, dass da so ein Vieh wohnt? Ist das so ein Scavenger dann oder wie? Wo finde ich dein Monster? Keine Ahnung. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Hab in der Hektik einfach alles fallen gelassen, damit ich schneller laufen kann. Wahrscheinlich könnte ich es wiederfinden, wenn ich der Spur meines Krempels folgen würde. Aber das kannst du vergessen. Ich gehe keinen Schritt in die Nähe dieses Viehs. Ja, okay. Egal, machen wir. Ich werde das Vieh für dich jagen. Wirklich? Aber warum solltest du das tun? Du hast was von einem Schatz erzählt. Ja, mein Schatz, den ich dort vergraben wollte. Ich sag dir was. Töte das Vieh und bring mir den Inhalt meiner Truhe. Dann machen wir halbe-halbe. Ich mache die ganze Arbeit und krieg dann nur die Hälfte, ne? Aber du hast uns ja schon bezahlt. Wir durften deine tollen Nippelchen sehen. Aber da ist eben noch irgendwo was gewetzt, oder täusche ich mich? Hallo, Fisch? Da, du warst es. Zergrasch. Tja. Der hatte sich seinen Tag bestimmt anders vorgestellt. Soll ich hier am Ufer auch noch ein bisschen entlang gehen? Ach, ich hab so viele Möglichkeiten. Oh, toll. Die Krabbenbrüder. Ich wollte ihn umschmeißen. Naja, okay. Jetzt darf ich, oder? In den Bobbes. Steh auf. Naja, wenn man es aufstehen nennen kann. Ah. Wir können List steigern und shit. Dem zertrümmer ich den Schädel. Hat das überhaupt einen Schädel? Ist das vielleicht nicht einfach nur so ein Weichtier? Hä? Das ging schnell. Oh, die Fischlein kommen. Sie haben Essen gerochen. Psst, wir schleichen uns aus an. Haut, oh. Eine Mütze. Ich bin doch auch nur eine Krabbe. Und aus dir machen wir die große Krabbe. Und ausholen und fatz. Oh. Aber jetzt. Gell? Fein machen wir das. So richtig fein. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Ich glaube, Bones hätte ein paar mehr Sprüche gebraucht. Schade um das gute Opferfleisch. Zum Beispiel. Ja, machen wir Mr. Rhino Blood. Gibt ja auch gute Erfahrungspunkte. Hey, du da. Hä? Was? Oh, aua! Ja, Sprüche!
Scheiß Touristen! Gelle? Autsch. Nicht rammen. Netboxe. Aua. Bones, du weißt schon, was du zu tun hast. Demnächst, gleich, bald. Noch Ramme. Noch Krabby. Oh, wie die auf dem Boden so entlang tappern. Hört sich fast so garstig an wie so bei so Kakerlaken. Das ist wirklich so richtig ekelhaft insektös. Huch, ich dachte, da wäre schon hinüber. Da merkt man nicht denken, sondern tun, ne? Aber wenn man beim Tun manchmal denken würde, wäre es auch besser. Ach, so viel herrliches Gefiech. Ich glaube, da baue ich mir eine Hütte auf dieser kleinen Insel. Nee, genau, da mache ich dann so einen auf Johnny Castaway. Kennt ihr den alten Screensaver mit dem Typen, der auf der Insel hockt? Und dann passieren alle möglichen Sachen, während er da rumhockt. Das kann man sich stundenlang angucken und man hat wahrscheinlich immer noch nicht alles gesehen. Und dann gibt es auch an Weihnachten steht ein Weihnachtsbaum da und irgendwie an Neujahr kann man, glaube ich, Raketen sehen. Und ab und zu fahren Schiffe vorbei oder fliegen Flugzeuge drüber. Der Typ kriegt halt nichts mit. Manchmal kommt er sogar von der Insel runter und landet aber auch wieder drauf, weil er einfach nicht der schlauste einer ist. Ist auf jeden Fall ein toller alter Screensaver. Nennt sich Screen Antics Johnny Castaway. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Müsste auch auf modernen Systemen eigentlich noch laufen. Ich meine, beim Bildschirmschoner, was will mir da programmtechnisch groß verändern? Das ging schnell. Oh, ich möchte gerne rumkugeln. Bitte, ist doch genug Platz.